schwerer Verdacht. Ein Grazer Kindergartenpädagoge soll mindestens 7 Kinder sexuell missbraucht haben. Wie kann man solche Fälle verhindern? Zu Gast im Studio ist Elisabeth Schaffelhofer-Garcia-Marquez vom Netzwerk Kinderrechte. Mose hält. Nach schweren Unwettern hat Venedig sein umstrittenes Dammsystem erfolgreich aktiviert. Und Bones and All, Timothy Chalamet ist wieder in einem Coming-of-Age-Film zu sehen. Diesmal schlüpft er in die Rolle eines Kannibalen. Einen schönen Abend, ich begrüße Sie zur ZIP-Nacht. Seit Oktober ermitteln Polizei und Staatsanwaltschaft in Graz. Ein Kindergartenpädagoge soll mindestens 7 Kinder zum Teil schwer missbraucht haben. Die Ermittlungen sind auch auf einen zweiten Kindergarten ausgeweitet worden. Der Pädagoge ist dienstfreigestellt, er selbst bestreitet alle Vorwürfe. Im Oktober hat ein Mädchen seiner Mutter von dem mutmaßlichen Missbrauch durch den Kindergartenpädagogen erzählt. Mittlerweile geht die Polizei davon aus, dass der Mann 7 Kindergartenkinder zum Teil schwer sexuell missbraucht haben könnte. Nach dem Publikwerden des ersten Verdachtsfalles haben sich natürlich weitere Eltern bei uns, bei der Polizei gemeldet und haben ihren Verdacht geäußert. Es geht hier auch um das neue Einordnen von Aussagen von Kindern im eigenen familiären Umfeld. Und diese Verdachtsfälle wurden unsererseits überprüft. Der Pädagoge bestreitet die Vorwürfe. Die Stadt Graz hat ihn dienstfreigestellt. Für Eltern wurde eine Hotline eingerichtet. Und alle Familien, die eine psychologische Begleitung brauchen, bekommen diese auch. Unabhängig vom aktuellen Verdachtsfall fordert das Land Steiermark ab nächstem Jahr von allen Kindergärten Kinderschutzkonzepte ein. Und bei mir im Studio begrüße ich jetzt Elisabeth Schaffelhofer-Garcia-Marquez vom Netzwerk Kinderrechte. Einen schönen Abend. Schönen Abend. Frau Schaffelhofer, jedes Mal, wenn ein solcher Missbrauchsverdacht aufkommt, ist die Bestürzung groß und man fragt sich, wie es überhaupt so weit kommen kann. Wo orten Sie denn die größten Lücken im Kinderschutz? Dass zu wenig Aufmerksamkeit dafür da ist, was es wirklich für Menschen, die mit Kindern und Jugendlichen arbeiten, also es geht nämlich um die Gruppe wirklich von Babys, Kleinkindern bis zu Jugendlichen, brauchen, damit sie wirksam vor Gewalt geschützt sind. Ein Kinderschutzkonzept heißt, dass man von Anfang an schaut, wer arbeitet bei uns, verlange ich ein Führungszeugnis, mache ich eine Schulung am Anfang auch, was ist bei uns erlaubt, was ist bei uns nicht erlaubt. Also, dass da dieser Blick von allen Ebenen, vom Kindergarten bis zur Gemeinde und bis zur Bundespolitik dann auch, der fehlt irgendwie in Österreich. Die Kinder- und Jugendhilfe ist im Moment ja Ländersache. Eine bundesweit einheitliche Regelung wird immer wieder auch von Ihnen gefordert, ist auch immer wieder in Diskussion. Was müsste denn ein neues Gesetz neben diesen Kinderschutzkonzepten noch beinhalten? Da gibt es eine riesen Bandbreite. Ganz wichtig ist, dass es wirklich für ganz Österreich einheitlich ist. Dass nicht ein Fleckerlteppich, den wir dann eben haben, ist, Wien macht das, Vorarlberg macht das und die Steiermark macht das dann wieder. Also es muss Vorgaben geben, wirklich für Kinderschutz ist diese Liste sozusagen abzuarbeiten. Der Wiener Landtag hat erst heute ein strengeres Gesetz beschlossen. Das sieht neben diesen Kinderschutzkonzepten für Kindergärten vor, dass es auch Kinderschutzbeauftragte in jedem Kindergarten geben soll und dass es auch verpflichtende Fortbildungen geben soll. Wäre das zum Beispiel ein Vorbild für ganz Österreich oder wünschen Sie sich da mehr? Das ist ganz wichtig. Das sind die Elemente, die ein Kinderschutzkonzept hat. Es gibt eine Ansprechperson, die weiß, wenn ein Missbrauchsverdachtfall jetzt auftaucht, oder es muss gar nicht Missbrauch sein, Gewalt an sich, zu wem gehe ich hin? Auch wo gehen Kinder und Jugendliche hin, wenn so etwas passiert? An wen können sie sich da wenden? Es soll die Aufregung herausgenommen werden und wirklich Sicherheit in so einer Situation da sein. Es gibt jetzt viele Eltern, die durch diese Verdachtsfälle, die jetzt immer wieder publik geworden sind, sehr besorgt sind, die eben Sorgen darüber haben, ob ihre Kinder auch wirklich gut aufgehoben sind. Was kann man denen denn jetzt mitgeben? Nachfragen, also wirklich auch in den Kindergärten zum Beispiel nachfragen, was macht ihr für den Kinderschutz? Dass das dann auch unter den Mitarbeiterinnen dort sozusagen ein Thema ist, dass die auch Antwort darauf geben können und mit den Kindern selber reden natürlich. Dass die wissen, was darf sein, was darf nicht sein, mir darf niemand wehtun, dass es starke Kinder sind. Starke Kinder wissen, was sein darf und was nicht sein darf. Sehen Sie denn in dieser Situation, in der wir jetzt gerade sind, die Gefahr, dass es einen Generalverdacht generell gegen Männer gibt, die im Kindergarten, in der Schule, im Sommercamp zum Beispiel arbeiten? Die Gefahr ist da, definitiv. Männer sind die Tätergruppe meistens, Frauen sind mehr die
in den pädagogischen Berufen da sind einfach. Ja? Also dieses Ungleichverhältnis hat man. Es soll aber kein Generalverdacht sein. Es soll ganz im Gegenteil, ich würde sagen, Kinderschutzkonzept ist ein Gütesiegel, ein Qualitätskriterium. Das ist das Einzige, warum man sich einen Kindergarten aussucht oder nicht. Wir brauchen Männer so stark in den pädagogischen Berufen und auf gar keinen Fall alle über einen Kamm scheren. Frau Schaffelhofer, vielen Dank für das Gespräch und den Besuch im Studio. Danke für die Einladung. Der Ärztemangel ist in Österreich immer deutlicher zu spüren. Ausgebildete ÄrztInnen gäbe es an sich zwar genug, aber viele wollen keinen Kassenvertrag und werden zu Wahlärzten. Gesundheitsminister Johannes Rauch erklärt am Abend in der ZIB 2, dass er darin den Auslöser für die aktuelle Krise sieht. Der Kassenvertrag müsse daher attraktiver werden. Ja, wir brauchen da neue Modelle. Es braucht mehr Primärversorgungseinrichtungen. Es braucht auch neue Modelle, wie Ärztinnen und Ärzte mit Kassenverträgen sich zusammenschließen können, unkompliziert, und Gemeinschaftspraxen bilden können. Es braucht auch die Möglichkeit, dass die strikte Trennung zwischen Spitalsarzt und niedergelassenem Arzt auch mit einem Kassenvertrag möglich werden wird. Und damit ins Ausland. Nach massiven russischen Raketenangriffen ist in vielen Teilen der Ukraine heute die Stromversorgung zusammengebrochen. In der Hauptstadt Kiew sind 80% aller Haushalte ohne Strom und Wasser. Die Angriffe zielen vor allem auf die zivile Infrastruktur. Nach Explosionen in Kiew ist die Strom- und Wasserversorgung weitgehend zusammengebrochen. Bürgermeister Vitali Klitschko befürchtet einen schlimmen Winter und bittet, neben Waffen auch Generatoren zu schicken. In der ganzen Ukraine werden jetzt Notzentren eingerichtet, die die Bevölkerung mit Wasser, Lebensmitteln und Strom versorgen sollen. In Italien haben die Menschen in diesen Tagen mit einigen Wetterextremen zu kämpfen. In Sardinien, Kampanien und im Latium hat es heftige Überflutungen gegeben. Der Lagunenstadt Venedig ist das Schlimmste allerdings erspart geblieben, denn das Dammsystem Mose kann 78 mobile Wände hochfahren, um die Lagune vom Meer abzuschneiden. Und es hat gehalten. Es sah stürmisch und gefährlich aus in Venedig, aber es hätte noch gefährlicher werden können. Auf über 170 Zentimeter stieg der Meeresspiegel an, nah an dem, was 2019 verheerende Folgen für die Lagunenstadt hatte. Aber diesmal wartete man nur knöcheltief. Das umstrittene System Mose hat seinen ultimativen Härtetest bestanden. Nicht zum ersten Mal werden die mobilen Sperren hochgefahren, aber nie zuvor mussten sie mehr Wasser zurückhalten. Venedig war von einem der drei stärksten Hochwasser der Geschichte bedroht. Nun sehen sich jene bestätigt, die immer für das Bauwerk waren, das technisch wie finanziell, aber auch ökologisch umstritten war und erst mit Verzögerung in Betrieb genommen werden konnte. Der Klimawandel könnte dazu führen, dass Mose öfter als gedacht hochgefahren werden muss. Schon am Freitag erwartet Italien seine nächste Schlechtwetterfront. Der Film Call Me By Your Name hat Timothée Chalamet zum Weltstar gemacht. Die Regie hat damals der Italiener Luca Guadagnino geführt. Jetzt haben die beiden wieder einen Film zusammen gemacht. Und diesmal verkörpert Chalamet einen Kannibalen. Der Film heißt Bones and All und ist ab Freitag in den Kinos zu sehen. USA, Mitte der 1980er Jahre. In einem Supermarkt lernen sich die beiden Außenseiter Marin und Lee kennen, die fortan ohne Plan durchs Land reisen. Beide sind Kannibalen und verlieben sich ineinander. Ihr Verlangen nach menschlichem Fleisch versuchen sie zu unterdrücken, was nicht immer gelingt. Und wie war es so? Ein Rausch. Ich konnte jede einzelne Ader spüren, wie ein Spinnennetz, das mich durchzieht. Der Kannibalismus im Film ist eine Metapher. Es könnten genauso gut auch Kindheitsdramen sein, eine andere Form der Sucht oder innere Dämonen, die man nicht abschütteln kann. Bei den Filmfestspielen von Venedig sorgte nicht nur das Outfit von Timothée Chalamet für Aufsehen. Taylor Russell wurde als beste Nachwuchsschauspielerin ausgezeichnet und Luca Guadagnino wurde für die beste Regie prämiert. Das ist kein Film, vor dem man Angst haben muss, denn eigentlich handelt er davon, zu lieben und geliebt zu werden. Ich komme mir vor wie in einem Märchen und lebe meinen Traum. Das bedeutet mir unglaublich viel. Bones and All ist ein blutiges Roadmovie mit Tiefgang. Zum Schluss noch die Meldung eines kleinen Wunders. Zwei Tage nach dem verheerenden Erdbeben auf der indonesischen Insel Java haben die Rettungskräfte einen 6-jährigen Buben lebend aus den Trümmern retten können. 40 Stunden hat das Kind laut den Rettungskräften unter dem Schutt überlebt. Jetzt wird der Bub medizinisch versorgt. Die Zerstörung in dem betroffenen Gebiet ist massiv.
Mehr als 150 Menschen werden noch unter den Trümmern vermutet. Und wir werfen noch einen Blick aufs Wetter. Mit auflebendem Westwind ziehen morgen Schauer durch. Vorsichtig ist geboten, in der Früh kann es auf den Straßen glatt sein. Durchwegs trocken ist es im Süden. Die Temperaturen erreichen meist 4 bis 10 Grad. Zeitweise sonnig und mild geht es dann am Wochenende weiter. Entlang und nördlich der Alpen sind vor allem am Samstag ein paar Schauer möglich. Damit sind wir am Ende der Sendung angelangt. Das war die letzte ZIP des Tages. Haben Sie noch eine angenehme Nacht. Auf Wiedersehen.